8 rote Münzen. Nummer 1. Ah, man sieht jetzt sehr schön, wie rutschig es doch ist. So, hier dürfte die dritte Münze sein. Jetzt versuche ich mich mal zur vierten zu schießen. So. Ja, optimal. Nein. Das war jetzt absolut nicht geplant. Der sucht wieder sein Baby. Oder die besser. So. Aber ich habe nicht noch eins für dich. So. Schön rutschige Stelle. So, jetzt habe ich ja beinahe alle. Fehlt mir noch die letzte. Jetzt nehme ich den Transporter. Muss man sich nur an eine bestimmte Stelle hinstellen und hoffen, dass was passiert. Jetzt gucken wir mal. Den hier runter muss. So, da ist er doch. Jetzt nehme ich ein bisschen Anlauf. Und grab mich in den Schnee ein. Na, Versuch. Perfekt. Stern Nummer 19. Speichern weiter. Bau einen Schneemann. Die Aufträge sind auch perfekt an die Umgebung angepasst. Jetzt rollt mir diese riesen Kugel davon. Und der trauert, weil er schmilzt. Hey! Kugel wollte wohl nicht. Dann auch ein neues. Teleporten. Dann versuche ich die Kugel auch einzuholen, wenn dann noch vorbei passt. Ah.
So, jetzt muss der Schneemann nicht mehr verzweifeln. Boah, welch komfortables Unterteil. Ich bin so glücklich. Hier nehmen wir den Stern. So, damit habe ich nunmehr schon Stern Nummer 20. Und das war Bauer ein Schneemann. So, weiter. Denke an den Wandsprung. Habe ich mir mal eben die Hälfte aller Leben abgezogen. Und was verkürzt doch die Dauer, um runterzukommen, ungemein. Versuche mich beim Baum festzuhalten. Ja, das war wohl nichts. Ich habe noch ein Leben. Und jetzt muss es klappen. Sonst sehen wir das erste Mal ein Game Over Bildschirm. Aber nicht dieses Mal. Da aus dem Weg. So, ein Fall für den Weitsprung. Das Herz füllt mein Leben auf. Erster Wandsprung. Weiter. Nun rüber rutschen. So, und damit bekomme ich den Stern Nummer 21. Mal gucken. Oh, ich habe schon alle. Na dann, Kurs verlassen. So. Habe ich euch also mal ein bisschen ins kühle Frost gelockt. In dieser dritten Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert es fleißig. Und dann sehen wir uns zur nächsten Episode wieder. Bye.